Und das ist ja das Interessante, du schaffst diesen fetten Sprung, bist aber noch nicht beim Checkpoint. Hier hast du das Stoppschild, da musst du auf jeden Fall mit Schmackes dran vorbei und jetzt der Jump. Und da hast du erst den nächsten Checkpoint. Oh Gott! Er hat ihn mir gegeben! Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde GTA 5 Online. Wir sind hier, ja, teilweise mit der Crew unterwegs. Ich glaube, er hat auch nicht den T20 genommen, wie ich es ihm empfohlen habe. Denn es ist wieder eine selbstgebaute Map. Zuallererst muss ich ja mal wirklich sagen, Leute, wie genial ihr die selbstgebauten Maps aufnehmt. Das ist verrückt. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mit diesem kleinen persönlichen Projekt so viele von euch erreiche und so viele begeistern kann. Auf jeden Fall ist es meine Map, die ich einfach nur Map Nummer 6 genannt habe. Und sie ist wahnsinnig anspruchsvoll. Ich kann euch nur empfehlen, vielleicht auch jetzt, wenn ihr das Video seht, kurz Pause zu machen. Jetzt die Map runterzuladen, sie selbst zu spielen und danach einfach nochmal zu sehen, wie fahre ich das Ganze, wo hattet ihr Schwierigkeiten, wie habt ihr sie empfunden oder wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, dann mal kurz ins Video zu schauen. Also ruhig mal ein paar Mal in das Video schauen, dann die Map spielen, so empfehle ich es. Und hier, dieses erste Hindernis, da hatte ich auch schon im Test häufig mal arge Probleme. Ihr müsst komplett richtig diesen Hügel runterfahren, um diesen gewaltigen Sprung hinzukriegen. Und das ist ein Problem. Ihr seht sogar, dass sich die Fläche, wo man drauf landen kann, ich habe sie sogar schon ein bisschen verlängert. Also von Anfang an war sie sogar etwas kürzer. Dann habe ich im Test gemerkt, das ist einfach nicht zu schaffen. Und es ist hier wahnsinnig schwer, richtig drauf zu kommen. Zum Beispiel, das hier ist schon Käse. Das ist schon Käse. So wie ich ins Rutschen komme. Würde mich jetzt wundern, wenn ich drauf... Manchmal gibt es solche Überraschungen, aber das ist hier einfach ein Element. Da kannst du schon die ersten 10 Minuten dran sitzen und wenn du Pech hast, auch richtig hart verzweifeln. Ich hoffe, dass es der andere schafft. Ich weiß, wie gesagt, das ist wirklich eine haarige... Boah, wie man hier ins Rutschen kommt, dass es eine haarige Sache ist. Ich glaube auch nicht, dass es reicht. Nee, man muss wirklich perfekt... Das ist das Schwierige an dieser Situation, dass ich die normale Umgebung mit als Rampe hier nutze. Und ja, wenn du hier kleine Büsche hast, wenn du ins Schlittern kommst, dann kannst du nicht genug Speed aufbauen. Das ist, wenn ich so sagen darf, wirklich fucking schwer. Oh, jetzt mal. Jetzt bin ich nicht schlecht drauf. Jetzt bin ich nicht schlecht und... Woo! Das sieht... Nein! Das sieht scheiße aus. Fuck! Ey, das ist so... Ich sag euch, das ist so schwierig, dass ich auch glaube, mein Mate... Oder der jetzt hier mitfährt, außer Powered Crew, dass der verzweifeln wird. Wow, der verdammte Zug? Ach was, komm. Aber du musst hier richtig kommen. Ihr könnt ruhig ein bisschen vorspulen, falls es jetzt länger dauert. Oder halt schauen, wie ich verzweifle. Oder vielleicht auch, wie ich es schaffe. Zu spät, der Zug. Er hat es, glaube ich, gesehen, wie ich vom Zug weggerissen wurde. Also dieses Hindernis ist schon schwer. Und es ist nicht das Einzige, was schwer bleibt in dieser Map. Puh, und man muss einfach schon perfekt über diesen Hügel springen. Am besten mit Tab sogar ein bisschen arbeiten. Sich ein bisschen nach hinten lehnen. Probiert die Map selber. Ich gehe mal davon aus, diese Map wird von euch auch keine hohen Bewertungen kriegen. Denn sie ist sehr anspruchsvoll. Und ich denke mal, ah, da wurde ich korrigiert, das ist keine Level 8. Hab ich's? No! Es ist keine Level Asian, sondern es ist dann halt eine Level German, weil, ja toll, ich könnte asiatische Buchstaben im Titel benutzen. Dann wäre es eine Level Asian, wenn ich, oh Gott, dann wäre es eine Level Asian, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber jetzt, okay, Freunde, ich muss mich auch ganz kurz konzentrieren. In 3,5 Minuten fahre ich das ganze Ding schon und scheitere hier an diesem ersten verdammten... Alter, wie schnell du auf dem normalen Gelände ins Rutschen kommst. Allein das ist schon richtig widerlich. Okay, jetzt könnte es passen. Ich habe ein bisschen Speed drauf und... Bap, 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 bap. Komm, es passt überhaupt nicht. Junge, du musst es so perfekt treffen. Deshalb habe ich euch gesagt, versucht die Map zuerst vielleicht selber oder versucht sie jetzt einfach. Ihr könnt ja ganz kurz hier pausieren. Oder ganz kurz YouTube ausmachen. Dann könnt ihr ganz kurz euch mal die Map runterladen. Und einfach mal sehen, wie fühlt sich... Fühlt ein bisschen mit mir. Das ist sozusagen die Aufgabe.
Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich glaube, jetzt habe ich's. Das war richtig guter Speed. Man fühlt das auch immer ein bisschen selber. Ich weiß nicht, ob ihr es nur als Zuschauer auch seht. Aber wenn man selber den Wagen fährt, dann fühlt man das eigentlich schon ziemlich deutlich. Genau das hier. Und aus Protest fahre ich auch einfach gegen den Zug. Huh, wenn ich meine eigenen Maps spiele, will ich auch gar keine Cuts machen. Damit ihr einfach komplett die ehrlichen Emotionen von mir auch und die ehrlichen Commentaries komplett die volle Dröhnung abbekommt. Ich bin jetzt... Langsam bin ich nicht, aber es reicht nicht. Du brauchst absolut den richtigen Winkel. Ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr vielleicht einen besseren Punkt findet hier, woher man die Geschwindigkeit bekommt. Aber meine Erfahrung war eigentlich hier ein bisschen rüber. Nur nicht an diesem Busch vorbei. Der Busch ist das Problem. Aber wenn du in dem Busch nicht ins Schlittern kommst, dann kannst du so ein bisschen rüberspringen, mit Tab ein bisschen nach unten dich korrigieren. Also mit ein bisschen mit der 5. Guck mal, schon wieder der hässliche Busch. Oh, jetzt! Das war nicht schlecht, ich habe den Schwung mitgenommen und... Und jetzt nach vorne lehnen. Lächerlich, fuck. Ey, ich hoffe, dass ich jetzt nicht 10 Minuten nur hier ranhänge. Das kann leider leicht passieren. Ich glaube nicht, dass es reicht, aber ich versuche es trotzdem. Oh, man braucht sowas von die perfekte Geschwindigkeit. Also wenn ich bei Minute 10 bin, in diesem Video... An diesem Hindernis, dann werde ich das cutten. Und zwar so für euch, dass ihr... Ah Gott, was mache ich denn? Dass ihr ab den nächsten Hindernissen wieder dazugeschaltet werdet. Das kann ich ja keinem zumuten, ey. Aber probiert es selber aus. Das ist echt ein Hindernis, das hat es in sich. Oh, jetzt komme ich nicht schlecht. Jetzt komme ich nicht schlecht. Ich glaube aber wieder nicht, dass es reicht. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Nee, es reicht einfach nicht. Was ich auch noch versucht habe, war immer... Von ein bisschen weiter, wenn du ein bisschen weiter oben ansetzt und dann schon so ein bisschen den Berg runterfährst. Aber meine Erfahrung war eigentlich hier, genau, mit Tab ein bisschen, ja, das ist aber wieder nichts. Ich brauche genug Anfahrtsstrecke, da kann ich sofort respawnen. Und keine Sorge, Freunde, diese Map, die werde ich auch Kev und den Losers geben und dann sollen die mal hieran verzweifeln. Ich wette, dass die Jungs hier richtig ihre Props haben werden. Denn es heißt immer, ja, die Hindernisse sind so leicht. Aber Pustekuchen, manchmal sieht man, wie sie selber 10, 15 Minuten an einem Hindernis ins Straucheln kommen. Und das finde ich gut. Das macht mir sogar mega viel Spaß, das dann zu sehen, wie meine eigenen Maps teilweise dann auch Hindernisse für die Jungs sind. Das Coole ist ja, ich muss die Maps ja selber geschafft haben, wenn ich schon... Oh, shit. Wenn ich schon einstelle... dass man halt eine oder zwei Runden fahren muss, dann muss ich das zum Beispiel auch, bevor ich die Map veröffentlichen kann, als Test einmal fahren. Ich muss sozusagen beweisen, dass man die Map fahren kann. Boah, ey, was mache ich? Hopp. Und jetzt. Oh, jetzt fahre ich gut. Das ist jetzt wieder ein guter Try. Hopp. Das könnte es sein. Das ist es. Guckt euch das mal bitte an. Guckt euch das mal an. Ich bin sogar auf dieser hinteren Plattform und ich muss für euch nichts cutten. Es sei denn, ich komme jetzt nicht zum nächsten Checkpoint. Und das ist ja das Interessante, du schaffst diesen fetten Sprung, bist aber noch nicht beim Checkpoint. Hier hast du das Stoppschild, da musst du auf jeden Fall mit Schmackes dran vorbei und jetzt der Jump. Und da hast du erst den nächsten Checkpoint. Oh Gott! Er hat ihn mir gegeben! Oh man, ich bin happy. Okay, das heißt, wir können jetzt weitermachen. Und ich habe euch ja versprochen, das bleibt nicht das einzige schwere Hindernis, das wir jetzt gemeistert haben, sondern es wird immer noch schwer. Und hier haben wir eine Rampe, die etwas irreführend ist, denn die Rampe musst du gar nicht nehmen, sondern du musst... Schaffe ich's? Ja, 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 ja. Oh, wird das ein First Try? Du musst hier ziemlich weit runter. Ich hab's! Wow! Direkt First Try! Habt ihr es gesehen? Du musst auf den Wallride. Und das am besten seitlich. Nicht über die Rampe, obwohl es über die Rampe auch geht. Dann musst du sehr weit runter. Wenn du das nicht machst, dann habe ich hier, ihr seht das hier oben, habe ich alles wunderbar abgedeckt. Das heißt, dann rammst du im Endeffekt die Fläche. Und dann ist es, dann ist es das gewesen. Oh, hier, ja, ich weiß. Jetzt erinnere ich mich, was ich hier noch bauen musste. Aber du musst... Oh, shit. Jetzt weiß ich gar nicht, wo du hin musst. Auf jeden Fall, genau, die Röhre. Oh Gott, fliege ich? Ey, was geht hier ab? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Was geht
ab, Mann. Das sollte eigentlich ein First Try werden. Shit. Aber ich darf mich nicht beschweren. Ich habe schon mal den Wallride im First Try geschafft. Und das ist sehr, sehr schön. Ich musste bei der Map sogar ein paar Kleinigkeiten verändern. Und zwar, hatte ich die ursprünglich so gebaut, dass du von dieser Rampe, jetzt, die ich jetzt fahre, also die Spirale, dann die Rampe, dass du, da habe ich ein bisschen falsch gebaut, da bist du oben gegen die Röhre gekommen und dadurch konntest du nicht mehr in die untere Röhre. Das heißt, ich musste die untere Röhre ein bisschen versetzen. Oh ja, aber ich glaube, die Map, die wird auch eine gute Herausforderung für die Jungs. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Eventuell, ja, ich schaff's halt nicht immer mit denen zu spielen, obwohl ich jetzt nächste Woche wieder ein paar Maps mit ihnen raushaue, aber dann halt nicht die eigenen. Die eigenen gebe ich denen immer, wenn ich vielleicht nicht... Ich habe den Speed nicht mitgenommen. What? Ich bin am Speed vorbei. Ich bin aber mal gespannt. Geht es trotzdem? Ich vermute nicht. Ich vermute nicht und ich vermute richtig. Wenn, dann würde ich sogar in diese nahe Röhre fallen, aber das bringt mir gar nichts. Damit komme ich nicht zum nächsten Checkpoint. Wir sind 10 Minuten 20 on the track. Und es ist definitiv nicht einfach. Also bisher natürlich die meiste Zeit verloren an dem Sprung. Das ist klar, das gebe ich zu. Und hier. Seht ihr das? Wow, wie du genau abtauchst. Und jetzt. Lass es jetzt funktionieren. What? Zum zweiten Mal gut abgesprungen. Und zum zweiten Mal nur an den Rand der Röhre gekommen. Das ist bitter und das bringt dann zur Verzweiflung. Also ich glaube... Ihr dürft euch da auf was freuen, wenn die Losers und Kev diese Map spielen. Vielleicht sogar mit Dana, das weiß ich nicht. Aber wenn sie diese Map spielen, ich glaube, da wird der eine von denen schon ordentlich ausrasten. Ich lehne mich jetzt mal ordentlich nach vorne. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das ist eine ordentliche Reichweite, die ich habe. Und leck mich am Zückerle. Huh. Direkt nochmal, also ich habe es am Anfang gesagt, das ist mit die anspruchsvollste Map, die ich jemals gebaut habe. Und deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass sie von den Bewertungen von euch, dass sie da ja wirklich in Richtung Level Asian eingestuft wird. Und das darf nicht passieren, das heißt, du musst perfekt unter dieser Röhre abtauchen. Und nur dann hast du genug Reichweite. Puh, nicht, dass ich mich da total verkalkuliert habe, aber wie gesagt, ich musste die Map testen. Das heißt, es muss hundertprozentig machbar sein. Okay, jetzt. Jetzt. Oh mein Gott, das ist es. Das ist es, das ist das, was ich meinte. Perfekt abtauchen. Ja, habe ich es euch gesagt? Ey, dieses perfekte Abtauchen, das ist eine Kunst. Und da es jetzt dunkel ist, finde ich es gerade... Ja, das finde ich ein bisschen irreführend. Man sieht nicht genau, wo man langkommt. Okay, und vor allen Dingen, wo der nächste Checkpoint ist. Okay, ich hab ihn. Nice. Das heißt, die Röhre, da müssen wir nicht mehr reinspringen. Jetzt die nächste Strecke oder der nächste Streckenabschnitt, der eigentlich ganz interessant ist. Was man ab und zu bei mir sieht, zum Beispiel hier, habe ich das Ganze abgegrenzt durch diese Blöcke, weil ich nicht wollte, dass man auf die Röhre, die da rechts war, dass man da drauf springt und sich dadurch den Weg abkürzt. Also ich versuche schon Strecken so zu bauen, dass es nicht unbedingt Abkürzungen gibt, aber manchmal lässt sich das nicht vermeiden. Wenn es die gibt, versucht die Strecke vielleicht erstmal so zu fahren, wie ich es mir vorgestellt habe. Ansonsten Hauptsache aber auch ans Ziel kommen, logischerweise. So, hier, ihr seht das, aus so einer verdammten Schräge habe ich mir so einen kleinen Wallride überlegt. Und dann hier, hopp, schön, nächster Checkpoint. Yep, nächster Checkpoint, ich bin nicht explodiert. Ich finde es sogar gerade ganz schön, dass es Nacht ist. Ich habe diesmal ein bisschen längere Röhrenphasen hier genommen. Also große Abschnitte der Strecke sind in der Röhre. Aber ich habe einfach festgestellt an alle Map-Editoren da draußen, die auch mal so Maps bauen. Schön durchgekommen. Und ich denke mal, mein Mitfahrer hier aus der Crew, ich denke mal, der schafft das erste Hindernis nicht. Ich gehe ein bisschen davon aus, dass allein das schon eine Herausforderung für 90% der Crew ist. Ah ja, ich weiß schon, was hier zu machen ist. Und zwar, du musst hier perfekt rüberfahren. Und ich glaube, ich bin schon zu schnell, oder? Ja, ich bin zu schnell. Es sei denn, es gäbe da einen glücklichen Moment, aber du musst genau in diese Röhre reinkommen. Also perfekt von der Geschwindigkeit, von dem Ganzen drumherum musst du...
Musst du das schon perfekt treffen? Und was ich noch sagen wollte. Sorry, da habe ich mich selbst unterbrochen. Es ist an alle Mapbauer. Man muss nicht immer ein Hindernis hinter dem anderen bauen. Sondern manchmal macht es auch Spaß, einfach entspannt durch gerade Streckenabschnitte zu fahren. Und gerade nach schweren Hindernissen finde ich es sogar selbst angenehm. Einfach mal so wie jetzt. Längere Zeit, durch eine Röhre. Ich denke, da spricht nichts dagegen. Und außerdem denkt man manchmal im Map-Editor, man ist viel zu lang mit geraden Abschnitten oder mit leichten Streckenteilen irgendwie beschäftigt. Und es stimmt gar nicht. Wenn du das dann später fährst, dann merkst du, wow, der T20 oder alle anderen Wagen, die sind so schnell. Und jetzt dürfen... Oh Gott, ich bin scheiße... Oh nein, nein. Und direkt nochmal, und ihr seht das, hier ist der Checkpoint. Und man kriegt den von außen nicht. Ich habe es extra ausprobiert. Ich habe ihn extra so gestellt, dass man ihn nicht kriegt. Eklig ist natürlich, dass man hier ziemlich weit durch die Röhre nochmal von vorne fahren muss. Aber, wow. Aber ich denke, das ist okay. Oh, das ist hier richtig eklig. Das kann einen so viel Zeit kosten. Und mich kostet generell jetzt schon die ganze Map. Erste Runde. Das ist heftig. 15,4 Minuten. Und es werden definitiv noch mehr. Wir sind ja noch nicht am Ende. Es ist noch ein bisschen was zu schaffen. Aber ich bin gespannt, wie eure Meinung zu dieser Map ist. Vielleicht schaffe ich es jetzt. Das wäre natürlich schön. Weil es ist schon eklig, dass man jedes Mal hier neu fahren muss. Ich hätte vielleicht hier jetzt einen Checkpoint setzen können. Dann würde man dieses letzte Stück hier schneller schaffen. So, jetzt mit ein bisschen Schmacki. Hopp. Das sieht gut aus. Das sieht... sogar sehr gut aus. Nice. Jetzt warten wir. What? Was macht denn der Junge da unten? What? Ich bin immer noch auf dem ersten. Ich habe keine Ahnung, wie der da hingekommen ist. Wenn, dann muss er definitiv respawnen. Also irgendwas nicht richtig. Oder er ist halt der übelste Hacker. Oder hat er einfach gar keinen Bock mehr. So, hier rüber. Hier habe ich mir auch mal was Neues überlegt. Sowas habe ich bisher auch noch nicht gebaut. Zack, einmal hier lang. Und dann hier. Diesmal kein Streckenabschnitt, wo du direkt über ein vorgefertigtes Element auf den Wallride kommst, sondern du musst tatsächlich diese Schräge nehmen. Da bin ich eigentlich so ein bisschen stolz drauf, dass ich in jeder Map versuche, auch andere Elemente dann zu verbauen. Ich hoffe natürlich, dass es euch auch gefällt. Ich habe jetzt gar keinen Plan gerade, was hier passiert. Oh, oh. Oh, shit. Ich finde... Was? Nein. Ich war zu schnell. Ich war zu schnell. Das Ganze dürfen wir nochmal machen. Okay, also, aber ich weiß inzwischen, wenn man es einmal gefahren ist, weiß man ja wieder, was man sich dabei gedacht hat. Also, auf den Wallride, auf die Spirale, dann die Spirale und dann nicht zu schnell, einmal auf den ganz normalen, auf die ganz normale Strecke. Okay, das passt und jetzt nicht zu schnell, Papi, ich hab's. Huhuhu, und bin nicht explodiert. Wenn ich runterfalle, ist mir egal. Hauptsache Checkpoint, das ist immer das Entscheidende. Kriegst du den Checkpoint, dann kannst du auf den Rest scheißen. So, wupp. Ah, jetzt erinnere ich mich. Die Map habe ich auch wieder vor ein paar Tagen gebaut. Das heißt, ich habe nicht alle Streckenabschnitte im Kopf. Aber ja, hier musst du, ich glaube sogar, ich muss viel mehr Gas holen. Du musst nämlich genau durch diese Lücke hier. Nein, es wird ein Second Try. Kein First Try, definitiv nicht. Dann holen wir hier mal ein bisschen Anschwung, dass wir jetzt mit mehr Schmackes hier rüberkommen. Und das, es ist nicht sonderlich schwer, aber man muss halt einmal dann... Ja, habe ich. Und jetzt habe ich keinen Plan, wohin. Keinen Plan. Ich fahre einfach mal irgendwie Richtung... Keine Ahnung. Richtung Checkpoint. Ich weiß es gerade wirklich nicht, Freunde. Aber ich sehe, dass der nächste Checkpoint schon... Ach ja, okay. Dass der nächste Checkpoint auf mich wartet. Und das nächste, was wir erreichen, ist sofort das Ziel. Wir haben hier viele Beschleuniger. Dann noch dreifache Beschleunigungsröhre. Und einen wunderschönen Jump. Nochmal, um die ganze Strecke zu genießen. Man taucht unter der Röhre ab und man springt theoretisch ins Ziel.
wenn ihr ins Ziel gesprungen seid, müsst ihr nochmal wenden, wenn ihr mehrere Runden eingestellt habt. Aber es ist eine wirklich anspruchsvolle Map. Ich habe, glaube ich, bei keiner Map bisher so lange gebraucht wie bei dieser. Der Junge, der hier mitfährt, Luki Foesi, der scheint überhaupt nicht weiterzukommen. Obwohl, so wie es aussieht, hat er den Jump geschafft. Ich habe aber keine Ahnung, wie der sich da aufgehalten hat, wo... Ach so, doch. Der hat den Jump tatsächlich geschafft. Ey, das ist cool. Und das sogar mit einem anderen Fahrzeug. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Spielt die Map. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.